Vielleicht sollten wir uns gleich irgendwo hinsetzen. Okay. Oder ich wollte nochmal am Markt vielleicht. Okay. Okay. Ja, das ist der Markt. Hier gibt's Cocktails. Ich bin eigentlich super erschöpft, ohne Grund. Wie ist es denn eigentlich so für dich mit meinen Eltern? Ganz okay. Ja. Ja. Ich glaube, meine Mama mag dich auch. Schön. Wann gehst du wieder nach Berlin oder kommst du irgendwann bei mir? Wie wär's, wenn du nochmal nach Berlin kommst? Ja. Ich dachte mir, im Mai gibt's so eine Brücke, weißt du, was ich meine? Mhm. Da könnte ich gerne vielleicht eine kurze Woche kommen. Wenn du länger bleibst? Ja, also wenn du zum Beispiel, wenn ich komme 8. und 9. und dann kommst du drauf, der Woche drauf. Das ist schlecht, weil ich im Mai, Juni die meisten Auftritte habe. Aber wenn du einfach, du konntest ja den Frühling, Sommer einfach in Berlin verbringen. Aber das bedeutet ja, ich muss kündigen. Also, oder weißt du, ich muss das klären mit meinem Chef. Ich kann nicht einfach weg. Und wenn du einmal kommst und ich komme zweimal im Mai zum Beispiel? Und wenn du ganz bleibst in Berlin? Irgendwann kann ich mich, weißt du, schon vorstellen, irgendwann. Mhm. Und was heißt irgendwann? Sollten wir in eine Bar gehen, oder? Ich bin gerade ein bisschen... Oh mein Gott! Sally! Wie geht's? Lange nicht mehr gesehen! Was machst du hier? Ich bin gerade von meinem Ex gekommen. Ich habe Timo da gelassen. Wie alt ist Timo jetzt? 3! Alter! Ja! Krass, oder? Wie geht's dir? Gut, gut. Gut. Ich bin in Berlin. Hallo. Hi. Emma. Emma, freut mich. Was hast du in Berlin? Viele, viele Konzerte. Wow, krass. Ja. Du bist die DJ jetzt. Und du? Ja, ich mache meinen Doktor. Boah. Ja. Yeah. Ich wusste schon immer, dass du eine krasse Frau bist. Dankeschön. Wusstest du, mein erster Kuss mit einer Frau war mit ihr. Okay. Ja. Komm ich doch in Berlin besuchen. Ja, krass. Also ich will unbedingt, ich habe was zu tun in 2 Monaten in Berlin. Da kann ich schon ein bisschen früher kommen. Dann können wir ein bisschen Zeit verbringen. Ja, voll. Ja, voll cool, wenn du einen Auftritt hast. Und dann kann ich dich supporten. Ja, hast du Platz zum Übernachten bei dir? Auf jeden Fall. Ich ja, dann komme ich. Ich will nicht unbedingt auf dem Couch schlafen. Ja, mein Bett ist auch groß. Ja, nice. Hallo? Emma lernt gerade Deutsch. Sie kann auch nicht so, aha, so gut was Deutsch. Machst du so? Emma ist Postbotin in Frankreich. Ah! Ja. Nice! Ja. Je veux pas qu'on aille marcher un peu. Peut-être là, dans la. Pourquoi? Emma, juste pour passer un peu du temps toutes les deux, c'était le principe de cette soirée, non? Oui, après, tout à l'heure. Tout à l'heure. Hi! Was
noch eher. Ja. Oh mein Gott, ich hab jetzt so Dragshow. Kommt er? Ja, wir kommen. Ja. Also es war ja nicht geplant. Wir wollten ja spazieren gehen, oder? Aber das sind meine Freunde. Freunde. Ja, schön. Also ich freue mich für euch, aber tu vois. C'était un peu le moment qu'on hésitait ensemble. Et puis m'a dit pendant 3 heures que ça serait cool qu'on ait plus de temps ensemble, que ce soit plus sérieux. C'est peut-être le moment, non? J'aimerais bien aussi que tu essaies de comprendre que c'est mes amis et passer du temps avec mes amis, justement. Oui, mais c'est cool, on les a vus. Salut, bonjour, enchanté. C'est ça que je veux dire, en fait. Oui. J'aimerais bien que ce soit plus que juste on se voit de temps en temps. Ça serait peut-être cool, non, tu m'as dit depuis 10 minutes là, qu'on va faire ce tour ensemble, on va se poser, on va parler. On n'arrive pas à parler, maintenant il y a tes copains, enfin... Mais tu voulais même pas parler tout à l'heure, qu'est-ce que tu veux maintenant? Non! Bah si! Mais non, en fait! Mais non, c'est pas possible! Mais c'est mes amis! Non, j'en ai rien à foutre! Va te faire foutre! Non, mais c'est toi qui vas te faire foutre! Moi j'ai fait 9 heures de voiture pour venir ici, ok? 9 heures de voiture pour manger la queso de la soupe de ta mère, j'en ai rien à foutre! Je me casse! Mais tu vas voir tes amis, va voir tes amis! Mais jouis, les petits, jouis! Non, moi je me casse! J'ai crié.